Hallöchen, liebe Freunde hier auf dem Kanal von PvP. Okay, servus, grüßt euch. Weiter geht es mit Silent Hunter 5 Battle of the Atlantic und mit dem Mod Wolf of Steel. Ja, wir sind in unserem Zielgebiet. Dort müssen wir 3 Tage lang in einem Kreis von 200 Kilometer Patrouille fahren und alles drüber rüber schießen, was uns vors Rohr kommt. Und momentan kommen mir 3 Kriegsschiffe entgegen. Ich zeige es euch nochmal auf der großen Karte. Das ist also hier der Anfangspunkt, wo wir anfangen mussten. Und ne, der ist hier drüben. Da ist der Punkt und ab dem 200 Kilometer im Umkreis. Das 3 Tage lang und alles abschießen, was uns in die Quere kommt. So, das schauen wir mal. Wir müssen uns jetzt leider Gottes mit ein paar Kriegsschiffe anlegen. Das gefällt mir also eigentlich gar nicht so, weil ich mir schon wieder vorstellen könnte, wie es ausgeht. Nämlich eins abschießen, wenn wir viel Glück haben, zwei abschießen. Und dann müssen wir das Weite suchen, beziehungsweise das Tiefe. Ne? Wir machen vorher mal einen Ping, um zu sehen, wie tief das hier ist. Dass wir also dementsprechend gleich mal Tiefe unter Kiel abtauchen beträgt können. Oh ja. 216 Meter etwa Okay, 9. ja gut, das kann man lassen. So, die Route stimmt. Ach, das noch ein bisschen wenig. Aber wir schieben uns Stück für Stück noch ein bisschen ran. Wird uns aber nicht ganz lange, ne? Schätze ich einmal. Wir haben noch einen Knotenpfad. Und bis die da sind, werden es wir vielleicht noch bis dahin schaffen. Okay. Dann wechseln wir mal die Karte und wir gehen mal auf unser Seerohr. Und werden aber jetzt mal abtauchen. Auf Seerohrtiefe gehen. Und dann machen wir mal die elektrischen Torpedos scharf. Hammer auf 3 und 4. Auf 3 und 4. Und 1 machen wir auch mal scharf, vorsichtshalber. Salven. Die elektrischen sind recht langsam. Tja. Das ist eine gute Frage, Laufen ne? auf beiden Dieselmaschinen. Welche Schiffe, dass man als erstes angreift? Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Fahrt bei dem Wetter 1-4 Knoten. Dieselmaschinen, stopp. Ja, was ist denn mit meinem Bötchen? Das ist immer noch nicht unter Wasser. Jo. Das wird uns nicht Tiefe ganz beträgt langen, 1-0 Meter. Na ja, gut. Das könnte hinhauen. Okay. Da werden wir uns halt mal einen. Na komm, klicken wir ihn an. Ziel So. erfasst.
Jo, das wird natürlich wieder eine haarige Angelegenheit. Wellengang haben wir so gut wie keinen. Okay, dann mache ich erst einmal eine Pause, bis die da sind und dann geht's weiter, ne? Okay, bis gleich. So, weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen, gell? Dauert nicht mehr lang. Dann ist er da. Ich werde jetzt nicht ihn von vorne angreifen, sondern ich werde von rückwärts schießen. So dass er keine Möglichkeit hat, hier über sein Sonarzeug den Lauf eines Torpedos gegebenenfalls feststellen zu können. Aber die kriegen ja alles fertig, das ist ja das Schlimme. So, Torpedo 3. Wir sollten vielleicht den Torpedo 1 nehmen. Kommen wir auf schnell. Nein, da kommen wir rüber, auf die anderen kommen wir nicht rüber. Nein, das hilft uns auch nichts. Das bringt uns auch nichts. Okay, gut. Der Wechsel bringt uns nichts. So, schauen wir mal, was passiert. Tät mich ja wundern, wenn gar nichts passiert. Nee, tät mich gar nicht wundern. Bin schon langsam gewöhnt, dass mich die Zerstörer hier immer so veräppeln. So, gleich macht's Rums. Torpedotreffer. Jawohl. Der hat das Zeitliche gesegnet, ne? So. Nimm Jetzt Kurs schauen wir wieder auf. mal, Ja. ob wir die anderen Volle Fahrt kriegen. voraus. Bereit machen zum Kurswechsel. Nimm Kurs wieder Neues auf. Ziel wird erfasst. Die wissen natürlich jetzt, dass wir da sind, ne? Ganz klar. Ob wir dann noch einen erwischen, ist die zweite Frage. Das interessiert mich selber. Die haben es auf jeden Fall momentan nicht recht eilig, komischerweise. Vielleicht wissen sie auch gar nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall horchen die. Die stehen deswegen wahrscheinlich auf der Stelle. Ja, wie soll ich mich denen anschleichen, ne? Langsame Fahrt voraus. Äußerste Fahrt voraus. Langsame Fahrt voraus.
Äußerste Fahrt voraus. Langsame Fahrt voraus. Ja, da, wenn die wegfahren, kommen wir denen nimmer hinterher. Das ist das Problem. Man weiß ja auch nicht, wo die hinfahren jetzt. Wenn ich mit Vollgas hinterherfahre, habe ich das Problem, dass sie auf jeden Fall wissen, wo ich bin. Und wenn die dann ein bisschen Gas geben, dann ist sowieso zappenduster bei mir. Also bis jetzt haben sie die Route noch nicht geändert, ne? Was mich ja eigentlich verwundert. Ich weiß aber auch nicht, wie schnell das die fahren. Äußerste Fahrt voraus. Ja, das wird wieder eine Sache werden, ne? Jetzt schauen wir mal, ob die wirklich geradeaus weiterfahren. Das würde mich jetzt echt interessieren, was ich ja fast nicht feststellen, glauben kann, hey. Das wäre ja komisch. Dann müssten wir wegfahren, wenn die Route beibehalten. Müssten wir auftauchen, die überholen. Schaut es denn da eigentlich Neuer aus? Kontakt, Kriegschiff mit langsamer Fahrt entfernt sich. Peilung 3-0-0 in großer Entfernung. In großer Entfernung. Naja. Naja, so groß ist die Entfernung. Ups, war wieder mal nicht. Die fahren schön zusammen da und haben es eigentlich gar nicht mal so eilig. Also ich schätze mal, so um die 10 Knoten fahren die auf jeden Fall. Das heißt, Neuer unter Wasser. Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt entfernt sich. Peilung 2-7-4 ja. In mittlerer Entfernung. Also unter Wasser komme ich denen auf jeden Fall nicht nach. Das ist so klar wie klare Kloßbrühe. Also ich kann nur eins versuchen, aufzutauchen und zu überholen. Die einzigste Möglichkeit, also die behalten erst einmal so ihre Richtung bei. Sorry. Wenn wir mal so ganz grob die Marschrichtung eintragen. Und damit wir auch auf der Linie bleiben. Setzen wir nochmal einen Punkt. So, das ist mal so die grobe Marschrichtung. Na gut. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ja, noch ein bisschen rechts. Da kannst du messen, wie du willst. Es ändert sich immer wieder mal. So könnte man es lassen. Auftauchen. Wie weit sind wir denn weg? Nicht weit. 3.
Das wird noch nicht ganz lange, ne? Ja, schauen wir mal, wenn Neue wir Tiefe 7 bloß einen Meter. Turm rausschauen lassen, was dann passiert. Aber ich glaube, dann ist der Sichtkreis schon da, dass sie uns sehen. Gegebenenfalls müssen wir halt gleich wieder unter Wasser. Okay, das sollte funktionieren, ne? Naja, die driften doch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter ab. Na gut, wir haben mitten in der Nacht. Da könnte natürlich sein, dass die mich nicht sehen. Ja. Dann könnten wir eigentlich auch auftauchen. Tauchen wir mal auf. Dann könnte man mit 16 Knoten ungefähr fahren. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Immer schön gucken, dass wir außerhalb von ihrem Bereich bleiben. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Fahrt bei dem Wetter 1, 4 Knoten. Das wird natürlich jetzt eine längere Strecke dauern, bis wir die so weit überholt haben. Falls die nicht den Kurs komplett ändern. Ja, und bis wir die eingeholt haben oder bis wir uns vor die Schiffe setzen können, mache ich erst einmal eine Pause, damit es euch nicht zu lang wird und damit wir eventuell noch einen Abschuss in dieses Video unterbekommen. Also, bis gleich. Ja, weiter geht's, liebe Leute. Keine Müdigkeit vor Schützen. Es ist soweit. Wir haben die zwei fast erwischt, aber nur fast. Nein, jetzt ändert deren Kurs. Dackelt sie im Wind, aber auch. Kann nicht wahr sein. Gerade in dem Moment. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin ja selber sehr gespannt, was passiert. Nein, 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 nein. Der dreht ein. Ach du Scheibenkleister. Das ist doch vielleicht ein Kack hier.
doch echt ein Kack hier, hä? Ziel erfasst. Ja. Oh Mann. Ziel erfasst. Rohr feuert. Neues Ziel wird erfasst. Rohr wird immer noch geladen. Okay. Ach, der geht dran vorbei. Aber er trifft wenigstens den anderen. Okay, das ist auch schon was wert, hä? Nein, der geht auch noch dran vorbei. Ach komm. Lego mio madre. Ach komm. Ja, komm, das macht doch keinen Spaß nicht. Das ist doch ein Käse jetzt echt, boah. Ach, das geht da wieder daneben vorbei. Lego mio. Du kannst gegen die nichts machen, hey. Das ist. Komm. Das hat keinen Sinn. Wie tief haben wir es hier? Tiefe und der Kiel beträgt 4,93 Meter, Herr Kalein. Okay. Ach komm, das ist doch ein Quatsch. Man, die können ja Wasserbomben schmeißen, wie sie wollen. Das juckt ja rein theoretisch nicht. Ich bin ja nur 10 Meter unter der Oberfläche, ne? Wo sind sie denn überhaupt da? Rohr bereit. Ja, das ist doch alles ein Käse. Das ist doch alles ein Käse. Da könnte ich mich natürlich jetzt wieder aufregen wie Hund.
Ja, also da könnte sich doch wirklich aufregen. Mei, da könnte man sich doch echt aufregen, Seehor zerstört! Drucker ne? beschädigt! Druckkörper gerissen! Ja. Seehor beschädigt! Du mich auch. Äußerste Fahrt voraus! Neue Tiefe! 1, 5, 0 Meter! Oh Mann, das ist doch alles ein Kack hier. Brutzel, Sprutzel macht's. Wie schaut's denn eigentlich aus? 100, da, Druckluft 99, Funkraum. Okay, Zentrale. Beobachtung Seerohr. U-Boot-Zieloptik. Angriffsseerohr, Druckkörper, Kommandoturm. Kommandoturm, Abteilung 73%. Regelzellen, E-Maschinen. So. Entweder gehen wir kaputt oder nicht. Tiefe beträgt 5,0 Meter. Also jetzt gehen wir auf den Keks. Dass du gegen die Zerstörer in der Regel fast keine Chance hast. Geh jetzt hier durch. Warum komme ich jetzt hier nicht durch? Hallo, warum komme ich hier nicht durch? Warum komme ich da nicht durch? Was soll der Scheiß jetzt? Ja, dann gehe ich halt da nicht durch. Mann. Gehen wir mal ins Wasser. Schauen wir mal, wo bin ich denn überhaupt? Tiefe beträgt 1, 2, 0 Meter. So, was habe ich eingegeben? 150 hatte ich eingegeben. Okay. Tiefe beträgt 1, 3, 0 Meter. Da ist ja wieder alles hinüber. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiterspielen, weil das hat wieder keinen Taug nicht. Ey, Sackel, Tiefe nochmal beträgt da, du. 1, 4, 0 Meter. Kackelendiger. So ein Kack aber auch, ey. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 8, 8 in mittlerer Entfernung. Ah, brauchst dich gar nicht so aufregen. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 2, 0, 0 in mittlerer Entfernung. Ja, schrei nicht so rum, es hilft eh nichts. So ein Kack. Starker Wassereinbruch. Tiefe beträgt 1, 5, 0 Meter. Warum? Starker Wassereinbruch? Ballast ausblasen! Also geht's dem End entgegen. Okay, alles klar. Neue Tiefe 1, 4, 6 Meter. Neue Tiefe 1, 4, 4 Meter. Es schaut eher so aus, als wenn wir es nicht einpendeln können. Zu viel Wasser im Schiff. Ja, genau. Ja, das ist. Ballast ausblasen!
So Witz. Das ist doch ein Witz, ist doch das. Dann haben wir bald keine Druckluft mehr, okay, einwandfrei und schon geht's da hier wieder mit uns. Mein Gott, hey. Ja, wenn ich das schon sehe, wie der hinten drin hängt. Neue Tiefe, 106 Meter. Ja, schönes U-Boot. Und das war's dann wieder. Was haben wir denn? Oh, wir sind bei 31 Minuten. Also ich könnte mir vorstellen, liebe Leute, das werden wir nicht überstehen. Ja, er taucht schon wieder ab. Er nimmt schon wieder ab die Bosch. Jetzt sind wir schon wieder bei 100 Metern. Ne? Kann ich nicht so viel ausblasen, wie ich will. Das hat alles keinen Nährwert. Wir sind so gut wie hinüber, ja. Aber ist komisch, ne? Es steht kein Wasser im Boot. Kein Wasser im Boot. Und trotzdem gehen wir unter, ne? Ach, das ist doch alles. Oh, ein shitty Krami da. Da, Druckkörper 100%. Ich meine, so schlimm ist es doch gar nicht. Beobachtungsseerohr. Okay, wenn das hier ist, ist wurscht. Kommandoturmabteilung 73, Druckkörperzentrale, naja, 97. Torpedo-Vorhalterechner ist auch kaputt. Zentralabteilung 97. Naja, das ist. Regelzellen ist nicht so schlimm. Drehmaschine auch nicht so schlimm. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum das wir absaufen. Ich weiß es echt nicht. Ja, das war's wieder. Jetzt geht's wieder runter. Ja, das ist alles ein Schmann. Ich muss halt auftauchen und dann gehöre ich jeder Katz. Das hat alles keinen Taug. Ballast ausblasen! Ballast ausblasen und trotzdem geht's berghinunter. Also das war's. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich einmal bei euch. Ne? Ich sage mal Dankeschön fürs Einschalten. Hat mich wieder gefreut, euch zu zeigen, wie man mit dem U-Boot untergeht. Ja, denkt an ein Like, schreibt einen Kommentar. Wem der Kanal gefällt, der kann ihn ja abonnieren. Das wäre echt nice. Macht Werbung für meinen Kanal. Sagt euren Leuten allen Bescheid, dass das hier ein guter Kanal ist. Ne? Wenn ihr natürlich der Meinung seid, sonst natürlich nicht, ist logisch. Und dann schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr immer wieder entsprechende Links. Und dann sage ich erst einmal blub, 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 blub. Ne, holt Rio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVB. Okay.